Seid gegrüßt, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Wir gehen jetzt zu Plessis Dünen Rally. Was? Oh nee. Okay. Wie ging das nochmal? Achso, springen mit BA, okay. Hier gibt's Münzen. Kann springen. Mist. Erste schon verpasst. Hier muss ich auch runter, ne? Gut. Kamera. So. So, ein Stern haben wir schon. Gut. Wow. Huch. Hey, der wollte gar nicht rum. Wieso? Was? Was war das denn? Das war ja erbärmlich. Nochmal. Auf den Rücken. Machen wir mal erstmal langsam. Aua, hey. Du sollst da rauf. Nochmal langsam, weil ich muss... Nämlich... Scheiße. Ich muss auf dieses Ding da rauf, damit ich überhaupt da hochkomme und den Stern holen kann. Was gar nicht so einfach ist, weil man nicht... genau weiß, wann man eigentlich jetzt, ne, und so. So, den Stern haben wir. Wow, ich bin hier ganz... Huch! Ach Mann, ey. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht kriege ich ja diesmal den ersten Stern. Ja, geh da rauf, so. Fliegen wir mal und... probieren wir es mal diesmal. Vielleicht klappt es ja jetzt. Vielleicht ist das ja etwas besser getimt als gedacht. Nein. Scheiße. Okay, ich... das passt einfach nicht mit dem Timing. Der ist nicht in der Mitte. Das ist das Problem. So, dann machen wir hier mal ein bisschen schneller. Hoch. Ach Mann, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Bin nur sonst immer rübergekommen. Also was heißt sonst immer? Naja, aber zumindest sollte das jetzt nicht so schwer sein, da rüber zu kommen. Hier, Münzen. Jetzt habe ich den Ring und ich... oh, das darf doch nicht wahr sein. Okay, also muss ich am Anfang langsam und dann später schneller oder was? Boah, ist das schwer, echt. Das ist so schwer einzuschätzen. Das ist das Problem. Huch. Jetzt habe ich es. So. Geschafft. Jetzt habe ich nur einen Pilz. Na toll. Huch. Nein. Ach, scheiße. Ach, Alter. Das ist ja jetzt fies. Okay. Nein. Wie schade. Also am Anfang langsam, denn am Ende schnell hier vorne. Merken. Huch. Hallo? Ach, Mann. Mario. Heißt jetzt also erstmal langsam. So kann ich springen. Okay. Jetzt habe ich ihn. Boah. War doch gar nicht so schwer. Hust. Okay, nochmal diesen Stern holen. So, jetzt hier lang. Das Gute ist, hier kriegt man immer Leben. Einfach weil man so viele Münzen bekommt. Den Pilz brauche ich nun nicht. Das Gute ist, die können mir da nichts anhaben, diese Viecher, glaube ich. Boah, wie fies ist das einfach. Hey, sie haben ihr Ziel erreicht.
Yeah, die Frage ist nur, wo zur Hölle ist jetzt hier der letzte Stern? Ist er jetzt hier hinter irgendwo noch? Und der Stempel fehlt ja auch noch. Keine Ahnung. Scheinbar ja nicht. Hier scheint nichts zu sein. Man weiß ja nicht, geht's, oder geht's da noch weiter? Bin mir da nicht ganz sicher. Moment. Überprüf mal, ob hier oben irgendwo... Nee, kein Stern versteckt. Man weiß ja nicht, wieso ist jetzt die Kamera so? Ich sehe doch gar nicht, wo ich hoch hinrutsch, Alter. Okay. Yeah, ich hab zumindest etwas geschafft. Naja, besser als nichts. Level beendet. Der Stempel und ein Stern fehlt noch. Na toll. Ja, so viel dazu. 171 Sterne. Yeah. Und weiter geht's. Ich bin schon ein bisschen müde langsam. Was ist denn da los? Süßes Räderwerk. Oh nein. Ich habe eine Das hier. Huch. Ach du Kacke. Ich wette, da kann ich auch gar nicht drauf springen. Gibst du mir mal ein Pro-Up hier vielleicht? Hallo? Nix? Wie nix? Okay, das Ding ist tot. Jetzt. Bringt aber nix. Nö. Moment. Huch. Klappt ja wunderbar. Scheiße. Jetzt. So, siehst du, hier oben ist nämlich noch ein grüner Stern. Ich fühle mich an Super Mario Galaxy 2 erinnert und das war nicht so gut. Ich frage mich, wie ich da hinkommen soll. Warte mal. Nee, halt. Ich muss bestimmt diesen Sprung hier machen. Das ist aber gar nicht so einfach. Nee, den nicht. Mann, jetzt rutscht er doch nicht runter. Wieso ist er jetzt... Frag mich nicht. Wieso ist er da jetzt runtergerutscht? Yeah, geschafft. Ach, du willst mich doch verarschen. Okay, so viel dazu. Jetzt habe ich das geschafft und dann sowas. Huch. Ach, hier unten ist ja auch was. Ich dachte, da falle ich jetzt in den Tod oder so. Aber, ja gut, so geht's natürlich auch, wenn man den Bumerang hat. Dann ist ja auch einfach. Aber es geht auch anders, offensichtlich. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier... Ach, da muss ich wieder hoch. Oder? Nee, hier kann ich auch hoch. So. Hoch. Tod. Tod, diesem Mistviech. Huch, nanu, jetzt. Komm schon. Jetzt aber. Jetzt habe ich's. So. Und weiter geht. Huch. Das Rad hat auf jeden Fall den Dreh raus. So, da hoch. Oh, Checkpoint. Oh. Gucken. Ich sehe keinen grünen Stern immerhin. Ich sehe nur, dass ich hier irgendwie hoch muss. Scheinbar. Und hier ja nicht. Mist, warte mal. Ach du Kacke. Alles voll mit diesen Pflanzen hier. Mistviech. Bringt das eigentlich was, wenn ich beide töte? Huch. Na jetzt, hä? Wo ist er jetzt gegengesprungen? Jetzt aber. Da drauf. So. Nö, bringt gar nichts. Okay. Wollte ich nur mal prüfen. Vielleicht passiert da ja was. Man weiß es ja nicht. Offensichtlich ja nicht.
Ich kann übrigens einen Pilz benutzen. Ist vielleicht auch sinnvoll. Und, warte mal, Moment. Da sehe ich doch was. Da war doch gerade was. Nein! Bah, wie dämlich. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich ja ganz kleiner. Ist ja richtig toll. Kommt hier vielleicht nochmal so ein Bumerang? Nö. Scheinbar nicht. Okay, hinunter. Halt. Ring. Nein! Ah, oh, Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen, die da unten. Ist auch blöd, naja. Gut, jetzt fehlt aber immer noch... Ich habe noch keinen Stempel, ich habe erst einen Stern. Ich weiß nicht, ob das normal ist hier. Nein, ich bin runtergefallen. Das ist auf jeden Fall nicht normal. So, jetzt aber. Halt, hier hoch. Halt, warten, warten. Ja, runterfallen. Ganz gute Idee auf jeden Fall. Mist. Nein. Bah, komm schon. Darf doch nicht wahr sein. Ich möchte doch bloß irgendwo hin, wo keine Pflanzen sind. Ich bin nämlich so ein Vegetarier. Ich hasse Pflanzen. Nee. Aber jetzt mal ernsthaft. So, warte. Probieren wir mal hier ganz kurz diesen Bumerang zu holen, ohne den gleich wieder zu verlieren. Hat wunderbar geklappt, wie man sieht. Ich habe ihn gar nicht erst bekommen. Mist. Aber ich kann ja nochmal. Ich habe noch mehr Versuche, bis ich... Mann! Das ist auch schwer mit der Perspektive, das einzuschätzen. Ich probiere es mal so. Ihr elenden Mistviecher. So, ach, wie einfach das ist, wenn man die einfach platt machen kann. Yeah. Bringt nur nicht so. Ach du Scheiße. Was ist zur Hölle? Okay, hier komme ich jetzt hoch. Und fall da oben runter. Ah, okay. Damit man nicht auf Anhieb sieht, dass da was ist, eigentlich. Nein, Mist. Nein! 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 Ah, Kacke! Mann! Nein! Verdammt. Aber ich habe das da unten gefunden und... Ich weiß also jetzt, wo war das jetzt der zweite Stern? Ich hoffe. Ansonsten bin ich gerade ein bisschen ratlos. Ha, jetzt komme ich hier einigermaßen gut hoch. Das ist ja auch praktisch. So, hinauf. Und den Bumerang holen. Bumerang? Halt. So, alle tot. Das ist praktisch. Auf jeden Fall hoch. Nein, du sollst so schießen, dass du möglichst viele davon triffst. Mit einem Schlag. Siehst du, alle tot. So, das war Sinn der Sache. Huch. Zum Glück komme ich zurück. Bin ich da fast noch runtergefallen und gestorben. Na sowas. Das geht ja nicht. Mach's mir hier mal wieder richtig einfach. Vielleicht schon zu einfach. Ich weiß es nicht. Hier geht's jetzt weiter. Okay. Münzen! Yeah, Level Up. Level Up. Quatsch. Ein One-Up natürlich. Hier ist schon das Ziel. Na sowas. Könnte ich eigentlich auch mit dem Bumerang? Nee, ich glaube, es geht nicht. Ja gut, so war das jetzt nicht geplant, aber es hat ja geklappt. Ist ja auch nicht schlecht. Frag mich, ob man auf die Wand da hinten drauf kann. Vielleicht sogar wirklich. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Hm. Okay, ein Level schaffen wir noch. Vielleicht.
So, goldene Flagge haben wir. Hier haben wir aber auch nicht alles. Leider. Speichervorgang abgeschlossen. So. Hier hinein. Oh oh. Sturm auf Bowsers Schergen-Express. Oh nein. Ach. Bumbas mit einer Feuerblume drauf. Huch. Ach so, soll man also die Feuerblume kriegen? Und ich wette, da vorne war noch irgendwas drauf. Aber ist jetzt auch egal so. Huch. Ach du Scheiße. Diese Viecher. Die sind aber auch neu. Halt, kann ich hier rein? Nee, ich kann... Ah, ach, Wasser ist das. Ach gut. Frage ist nur, wo zur Hölle ist hier... Nur eine Münze, okay. Ach, das ist Stern da vorne. Wie kacke ist das denn? Und ich hätte oben rauf gemusst. Wie soll ich denn da oben raufkommen? Ah. Ja gut. So offensichtlich. Es ist ja dämlich, wenn man einfach nicht sieht. Boah, ich hasse Scrolling-Level. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Scrolling-Level so hasse? Da oben ist übrigens der erste Stern. Heißt jetzt also hoch. Warte mal, halt. Jetzt geh da doch mal rauf. Och, Mario, eh, jetzt da rauf. Nein, ach verdammt. Geht nicht. Ach, kacke. So, Gumbas. Ja, okay. Klappt ja wunderbar. Ich wollte eigentlich da raufspringen, weißt du? Hier eigentlich, hier vorne. Ja, das war der Plan. Hier rauf und dann hier rauf. Ach, hör auf. Geht ja echt, siehst du? So. Gumbas platt. Ich nur nicht zum Glück. So geht's auch. Gott, lasst mich nur in Ruhe. Nein! Ist ja auch blöd. Das ist jetzt blöd, ihr Laufen. Ach, guck mal, der Ring. Moment. So, zweiter Stern. Durch die Tür. Hier direkt rauf. Huch. Nein. Hier direkt rauf. So, diesmal nicht runterfallen. Da unten ist der nächste Stern. Ich sehe es doch gleich. So, letzter Stern. Stempel, wir haben alles. Na sowas. Nur den Boss haben wir noch nicht besiegt. Wenn überhaupt einer kommt, weiß ich ja nicht. So, jetzt hier hinein. Kommt ein Boss, ne? Ja, natürlich. Ach, du schon wieder. Und diesmal? Was kannst du diesmal? Du teilst dich auf. Okay. Ach, du Kacke. So, den echten erkennt man am Zopf und an dem rosa Dings, was sie wirft. Die echte natürlich, nicht der echte. Die echte. So, wie viel wären es denn jetzt? Das war jetzt recht einfach. Also, das war jetzt wirklich einfach. Muss man ja sagen. Ja, yeah, es gibt mehr Zeit. Es gibt mehr Zeit. Das ist gut. So, jetzt nur noch... Jetzt muss ich es nur noch schaffen, die goldene Flagge zu holen. Und dann habe ich es ja. Dann habe ich das Level hier mit 100% abgeschlossen. Yeah, geschafft. Yeah. Boah, nie wieder hier rein, zum Glück. Und das bei einem, naja, nicht direkt bei einem Durchlauf, aber zumindest, ja, na, ihr wisst, was ich meine. So, okay, mache ich noch ein Level? Ich bin mir nicht sicher.
Was kommt denn jetzt noch? Vielleicht was Kurzes? Nee. Das sieht alles viel zu lang aus für ein paar Minuten noch. Ich will nicht immer die Folgen so lange machen. Das ist auch das Problem. 20 Minuten sind ja schon okay, aber... Warum mehr? Ich gehe jetzt mal hier rein, weißt du? So. Vielleicht kriege ich ja hier... Ach, so soll man Leben kriegen, natürlich. Ja, wow. 10 Münzen. Hey. Ein One-Up. Toll. Speichervorgang. Abgeschlossen. Okay. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo vielleicht Tothäuser finde. Okay, ich hätte über die Karte das machen sollen, sonst dauert das ja ewig. Ach, jetzt. Der fliegt echt da komplett durch? Nee, doch. Krass. Man sieht ihn den kompletten Weg über. Das ist ja auch krass. Gab's das schon mal in einem Mario-Spiel? Weiß ich gerade. Na doch, in Super Mario World. Ne? Ja. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Wie soll denn das gehen? Sag mal, habe ich einfach nur Pech oder mache ich irgendwas Grundlegendes falsch? Gibt es da ein bestimmtes Timing oder so? Weiß ich ja nicht. Speichervorgang. Abgeschlossen. Kann er nochmal ins Tothaus gehen und mich ausrüsten fürs nächste Mal? Andererseits macht das nicht wirklich Sinn. Ich nehme jetzt mal das Kleine hier. Jetzt habe ich einen Tanuki. Ah, ist auch nicht schlecht. Gut, dann wieder raus. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gehe nochmal in die andere Welt rein. Warte. Speichervorgang. Okay. Der speichert echt immer. Nicht, dass ich mich beschweren würde, wenn jetzt mal irgendwas abstürzt oder so oder der Strom weg ist, dann ist natürlich auch kacke. Wobei das Problem eher beim 3DS damals bestand, wofür, das war ja ursprünglich dafür gemacht. Super Mario 3D World. Nee, 3D Land war das damals auf dem 3DS. Da kann ja mal sein, dass die Batterie alle ist. Das ist schon sinnvoll, wenn man da einmal speichert. Aber hier, ich weiß nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage jetzt einfach mal, tschüss.